den zweiten Satz Larghetto der frühen Sonate von Richard Strauss zu. Im Unterschied zum ersten Satz, den Strauss ja für seine spätere Fassung fast genauso übernommen hat, hat Strauss diesen zweiten Satz verworfen und neu komponiert für seine spätere Cello-Sonate. Und im Vergleich dieser beiden Sätze fällt auf, dass die frühe Fassung viel positiver ist, viel heller. Sie steht in einem freundlich-friedlichen C-Dur und hat so eine pastoral-friedliche Ausstrahlung im Vergleich zu dem Satz in D-Moll, den wir nächste Woche vorstellen werden. Was wir bemerkenswert finden, ist, wie der junge Richard Strauss schon mit 16 Jahren absolut gekonnt mit dem thematischen Material umgehen konnte. Und zwar zitiert er tatsächlich im zweiten Satz auch ein Thema aus dem ersten Satz. Man könnte sagen, der zweite Satz beginnt mit einer Reminiszenz an den ersten Satz. Und zwar ist das erste Thema des zweiten Satzes eine nach Dur abgewandelte Variante des zweiten Themas des ersten Satzes. Okay. Soll man das kurz darstellen? Ja, also das spiel doch mal kurz. Zweite genau. Thema des ersten Satzes in Moll. Vielleicht erinnern Sie sich, das wird zu diesem ersten Thema des zweiten Satzes. Dieses Thema hat etwas sehr Einfaches, Schlichtes, Liedhaftes und tatsächlich ist auch der Satz in der sogenannten Liedform aufgebaut. Das heißt, es gibt einen großen Teil, in dem verschiedene Themen vorgestellt werden und der dann nach einem kurzen dramatischen Durchführungsteil fast genauso wiederholt wird. Es sind also zwei große Blöcke, die da nebeneinander stehen. An dieser doch recht einfachen Liedform zeigt sich, dass der junge Strauss sich noch sehr an den Traditionen der damaligen Zeit und auch an seinen Komponistenvorbildern orientiert hat. Hier ein kleiner Einschub zu den Vorbildern von dem jungen Richard Strauss. Strauss war sehr geprägt von dem Geschmack seines Vaters, der sehr traditionell war. Für ihn gab es eigentlich nur drei große Komponisten und das waren die der Wiener Klassik, Haydn, Mozart und Beethoven. Wobei Franz Strauss, also der Vater von Richard Strauss, eigentlich Mozart noch allen anderen vorzog. In der Zeit war es eigentlich schon modern, Beethoven allen anderen vorzuziehen. Schumann war zum Beispiel schon viel zu modern und es gab auch ein großes Feindbild und das war Richard Wagner. Franz Strauss musste als Solohornist in der Oper sehr oft Wagner spielen und hat ihn wirklich sehr verabscheut. Und diese Meinung hat der junge Richard auch einfach erstmal übernommen. Er hatte einen sehr guten Freund, Ludwig Thuje, der ja selber auch Komponist geworden ist oder auch damals schon war. Und anhand dieser Brieffreundschaft kann man einiges an dem Geschmack eben vom jungen Richard Strauss lernen. Aus einem dieser Briefe geht aber auch hervor, dass er zwar intellektuell und rein von der äußeren Meinung her seinem Vater gefolgt ist und Wagner ablehnen musste, dass er ihn aber eigentlich sehr faszinierend fand. Er hatte ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis also zu Wagner. Ich möchte Ihnen zur Veranschaulichung ganz kurz aus diesem Brief vorlesen, den ich persönlich wirklich ganz köstlich finde. Neulich war ich also im Siegfried und sage dir, gelangweilt habe ich mich wie ein Mops, ganz grauenhaft habe ich mich gelangweilt, so fürchterlich, dass ich es dir gar nicht sagen kann. Aber schön war es, wunderschön, dieser Melodienreichtum, die hohe Dramatik, diese feine Instrumentation und geistreich war es, eminent schön. Du wirst dir denken, dem Rappels und ich werde es gleich wieder gut machen und sage dir, es war scheußlich. Und ich finde, dass Richard doch von Wagner auch fasziniert und beeinflusst war, hört man sogar schon in dieser frühen Cello-Sonatenfassung. Es gibt eine Stelle, die mich persönlich immer an Wagner erinnert hat. Gedacht. Uns kommt immer das folgende Zitat in den Sinn. Aber
Aber alles in allem erinnert der Satz natürlich doch weniger an Wagner als zum Beispiel an Beethoven. Es war sehr witzig, denn wir sind, bevor wir das Stück aufgenommen haben, zu einigen von unseren Mentoren gefahren, zum Beispiel zu Rudolf Buchbinder oder Leons Kaya oder Wenzin Yang. Und die haben eigentlich alle unabhängig voneinander an einer Stelle gesagt, ah, Beethoven. Und diese Stelle möchten wir Ihnen kurz vorspielen. Nach diesem an Beethoven erinnernden Abschnitt entwickelt Strauss das Material weiter zur erwähnten Überleitung, die den dramatischen Höhepunkt des Satzes bildet und dann sehr schnell zurückführt zur Wiederholung des Anfangsteils. Dramatischen Überleitung kommen wir jetzt also zum zweiten Teil, der ja die Wiederholung des ersten Teils ist. Es gibt hier natürlich einige kleine Veränderungen im Vergleich zum ersten Teil. Zum Beispiel geht das schon mit dem Hauptthema des Satzes los. Das verkürzt Strauss hier ziemlich im Vergleich zum Anfang, spinnt es dann aber anders weiter. Und zwar entwickelt er es zu einer Melodie, die meine persönliche Lieblingsmelodie dieses zweiten Satzes ist. Und die irgendwie schon auch an den späteren reifen Strauss erinnert. Es hat eine Harmonik und eine Intimität und eine Innigkeit, die mich jedes Mal berührt und beglückt, wenn ich diese Stelle spielen darf. Wollen wir Ihnen nun noch den letzten Teil des Satzes genau ab dieser Stelle, wo wir aufgehört haben, vorspielen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns in einer Woche am Freitag wieder hier auf YouTube. Und bitte bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und haben Sie eine schöne Osterwoche.